Die Firma E.ON in Hanau ist ein Medienunternehmen mit großer Produktionshalle. Frühere Kunden: die Stadt Hanau, der HR, BMW, Bosch und viele mehr. Die Mitarbeiter von E.ON sind in der Sekte von Sylvia D. und ihrem Mann. Aussteiger erzählen, sie hätten dort öfter an 7 Tagen in der Woche bis zu 16 Stunden gearbeitet, auch schon als Kind nach der Schule. Wenn ich dann irgendwie um 12 Uhr nachts müde war und ich habe einen Anruf bekommen von der Sektengründerin, hat sie gefragt, wie, du bist schon im Bett? Ja, ich wollte mich gerade im Bett fertig machen. Nee, nix da, mach den nassen Waschlappen ins Gesicht und ab ins Büro. Mach doch das noch und das hast du noch zu tun und guck mal da und wie viel hast du denn da eigentlich gemacht? Also da wurde die Messlatte schon sehr hoch gesetzt, aber auch mit aller Gewalt versucht durchzusetzen, dass das immer das Maximum quasi rausgeholt wird aus allen Menschen. Sascha Erdmann wurde in die Sekte hineingeboren. Seine Eltern waren dort schon Mitglied. Für die Anhänger ist Sektengründerin Sylvia D. auf einer Ebene mit Jesus, wie sie der Hessenschau erzählen. In Briefen erklärt die Anführerin den Mitarbeitern, wie viel sie in welchem Projekt arbeiten sollen. Der Lohn sei karg. Private Erbschaften und Vermögen müssten sofort in die Firma gesteckt werden. Wenn irgendwo Gelder fließen, dann noch die Leute dazu zu bringen, von ihrem Ersparten möglichst viel Geld wieder in die Firma privat reinzuschieben. Und ich weiß, dass von vielen Familien, die da drin sind, die teilweise Kontovollmachten an den Sektengründer gegeben haben, dass er quasi direkten Zugriff auf Privatgelder hat. Diese Verflechtungen von Sekte und Firma überprüfen wir. Zudem auch die Frage, ob Mitarbeiter finanziell abhängig gemacht wurden. In Akten, die der Hessenschau vorliegen, sieht man: Mitarbeiter der Firma haben bereits 1985 Privathäuser in Hanau erworben, die nach einigen Jahren auf Sylvia D. übertragen wurden. Das Gleiche passiert 1987 und 2013. Wir fragen einen vereidigten Sachverständigen für Kapitalanlagen, ob das ungewöhnlich ist, wirtschaftlich Sinn macht. Also es fällt auf, dass Frau D. Eigentümerin vieler Immobilien geworden ist über die ganzen Jahre. Und auffällig hierbei ist auch die Tatsache, dass die Immobilien zuvor von Mitarbeitern erworben wurden. Warum macht man das? Also man gibt sein Eigentum her und bekommt, wenn man Glück hat, in einigen Fällen ein lebenslanges Wohnrecht, ja, hat aber keine materiellen direkten Vorteile in Form eines Vermögensausgleichs. In der Bilanz der Firma E.ON steht ein ungewöhnlicher Posten. 1,7 Millionen Euro haben die Mitarbeiter dem Unternehmen zur Verfügung gestellt. Sie scheinen E.ON zum Großteil zu finanzieren. Das Gesamtvermögen häuft sich bei Frau D. an. Ja, auch über die Firma scheint es so zu sein, dass Frau D. die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin ist der Firma. Und die Höhe der Mitarbeiterdarlehen von 1,7 Millionen Euro bei einer Bilanzsumme von 3 Millionen Euro ungefähr ist unverhältnismäßig hoch. Ja, hier stellt sich schon die Frage, woher ergibt sich das? Was sind die Verflechtungen, was sind die Motivationen der Mitarbeiter, so etwas zu tun? Nach seinen Erlebnissen in der Firma ist sich Sascha Erdmann sicher. Es ist immer das gleiche Prinzip, möglichst viel Gelder irgendwie für seine eigenen ideologischen Zwecke den Leuten abnehmen, hat aber immer den schönen Nebeneffekt, dass die Sektengründer selbst sich persönlich an dem Ganzen ja bereichern. Wie weit geht die Bereicherung? Das Gefühl, Jesus gleich zu sein, über Geld und Menschen Macht zu haben. In der Sekte soll ein Mord passiert sein. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben.